Düsseldorf, die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Sicherlich bekannt für die sprichwörtlich längste Theke der Welt, aber darum wird es in diesem Video gar nicht gehen. Vielmehr hat die Stadt sehr viel markante Architektur zu bieten. Mal schon etwas älter, mal brandneu, mal subtil, mal spektakulär. Unternehmen wir also in den nächsten 10 Minuten einen kleinen Rundgang mit der Videokamera und lernen wir dabei die interessantesten Bauwerke der Stadt einmal kennen. Auf geht's! Aber starten wir irgendwie doch in der Altstadt, mit dem Blick auf das Rathaus, dessen ältester Teil bereits mehr als 500 Jahre alt ist. Das Reiterstandbild zeigt den Kurfürsten Jan Wellem. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus befindet sich der Schlossturm, der ebenfalls rund 500 Jahre alt ist und als einziger Teil des früheren Stadtschlosses die Jahrhunderte überlebt hat. In Kombination mit dem leicht schiefen Turm der Lambertuskirche, hier im Bild links daneben, ist er eines der Wahrzeichen der Stadt und darf in keiner Panoramaaufnahme fehlen. Diese grüne Kuppel hier gehört zur Tonhalle. Die Tonhalle ist ein knapp 100 Jahre altes Konzerthaus direkt am Rhein und zählt ebenfalls zu den Ikonen der Düsseldorfer Stadtarchitektur. Den Schwerpunkt wollen wir aber auf die moderne Architektur legen. Dazu gehört der schon von weithin sichtbare 108 Meter hohe Ergo-Turm, der Hauptsitz der Versicherungsgesellschaft Ergo. Gehen wir nun weg vom Rhein in die Innenstadt. Dort, unweit der legendären Königsallee, der Kö, ist in den letzten Jahren der sogenannte Kö-Bogen entstanden. Ein Ensemble topmoderner Gebäude von Star-Architekten wie Daniel Liebeskind oder Christoph Ingenhofen. Gleich hinter dem neuen Köbogen befinden sich dann auch das Schauspielhaus, das weiße Gebäude hier im Bild und das Dreischeibenhaus. Das Dreischeibenhaus zählt zu den deutschlandweit bedeutendsten Hochhäusern und war über mehrere Jahrzehnte hinweg die Zentrale des Industriekonzerns Thyssen, bzw. vorher Phoenix Rhein-Rohr. Düsseldorf, das ist auch die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Werfen wir also einen Blick auf den Sitz der Landesregierung, auf das Landtagsgebäude aus dem Jahr 1988. Hier übrigens noch eine Ikone der Düsseldorfer Architektur, das Mannesmann-Hochhaus. Und da wir gerade bei der Landesregierung sind, ein paar Jahre lang befand sich der Arbeitsplatz des amtierenden Ministerpräsidenten, die Staatskanzlei, in diesem Haus hier, im Düsseldorfer Stadttor. Seit 2017 ist es aber ein reines, wenngleich auch exquisites Bürogebäude, in dem Unternehmensberatungen und Anwaltskanzleien residieren. Ein Film über Düsseldorfer Bauwerke wäre natürlich nicht komplett ohne einen Blick auf den Rheinturm, der sich unmittelbar zwischen Stadttor und Landtag befindet. Mit 240,5 Metern ist er das höchste Bauwerk der Stadt. Kommen wir nun zu dem wohl größten Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische, dem Medienhafen. Dort, wo bis in die 1970er Jahre hinein noch industrielles Hafengebiet war, liegt heute das Filetstückchen Düsseldorfs. Das Kreativunternehmen, Modeunternehmen, Medienschaffende, Beratungshäuser, erstklassige Gastronomie und natürlich jede Menge Touristen anzieht. Hier befinden sich auch die spektakulären Gebäude des Star-Architekten Frank Gehry. Auf geht's zu einem Rundgang durch dieses Gebiet. Thank you.
Wir verlassen nun den Medienhafen und wechseln die Rheinseite. Dort sind die beiden hohen Gebäude unsere nächsten Ziele. Das rechte dieser beiden Gebäude ist der Vodafone Campus, also der Sitz des gleichnamigen Mobilfunk- und Festnetzanbieters. Das andere Gebäude ist die Facharztklinik RKM 740, deren Name zugleich den Standort ausdrückt, auf dem 740. Rheinkilometer. Gleich gegenüber sieht man dieses Wohnhaus. Hier stellt man sein Auto nicht in die Tiefgarage, sondern nimmt es mit rauf. Das heißt, man fährt mit dem Fahrzeug in den, Fahrstuhl und parkt dann direkt auf dem Balkon. Wir bleiben in der Rubrik Schöner Wohnen und schauen mal kurz in das brandneue Quartier Heinrich-Heine-Gärten. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel für die gehobene Wohnkultur in den linksrheinischen Stadtteilen Düsseldorfs. Wir wechseln wieder die Rheinseite und fahren ganz in den Süden von Düsseldorf, zum Schloss Benrath in den gleichnamigen Stadtteil. Hier können wir eine Zeitreise in den Barock unternehmen und sowohl das prachtvolle Schloss genießen, als auch durch den Schlosspark flanieren. In der Innenstadt können wir noch die Kunsthalle, das Ratinger Tor, das Bürohaus GEP 15, das altehrwürdige Steigenberger Parkhotel und noch vieles mehr betrachten. Die wesentlichen Highlights der Stadt haben wir in diesem Video nun aber kennengelernt. Wir beenden es mit einem Panoramablick auf das Rheinufer. Und alleine hierfür lohnt sich schon der Besuch der Stadt. In diesem Sinne, tschüss!